Naturgenuss im Erzgebirge. Und so genießen Jens Petermann und die Modellbahntruppe De Bimmelbahner ihre Heimat. In Spurweite H0E und mit Fahrzeugen, deren historische Originale auf sächsischer Schmalspurbahn aktiv sind. Dieser VT 137 fährt normalerweise in Zittau. Beeren und Pilze sammeln im Wald. Im Erzgebirge gehört das dazu. Wie das Gebimmel am Gleisübergang. Neben den Bahnen sehen auch die Bäume ihren Vorbildern verblüffend ähnlich. Einfach ganz natürlich. Man sollte sich in der Natur ein bisschen auskennen, halt auch mal durch den Wald gehen mit offenen Augen und versuchen, die Bäume halt realistisch zu bauen. Es wird nicht gleich der erste gelingen, aber es wird, ja, die Bäume baue ich selbst. Aus Draht gedreht ist der Rohling und die Rinden, die werden dann halt mit Holzschleifstaub modelliert und dann elektrostatisch beflockt bei den Nadelbäumen. Und ansonsten kommt ein Vlies drauf bei den Laubbäumen und halt Laub wird aufgestreut. Neben dem dichten Wald ist auch die lichte Streuobstwiese bis auf die Früchte genau nachgebildet. Ganz traditionell fährt eine sächsische 4K mit Personenwagen durch die idyllische Landschaft. Gebaut in der Maschinenfabrik Chemnitz, war sie um 1900 die wichtigste Schmalspurdampflok auf deutschen Staatsbahnstrecken. Zu Hause in Sachsen verrichtet sie heute vielerorts ihren Dienst als Museumseisenbahn. Von den Neubaudampfloks aus DDR-Zeiten sind gleich mehrere im Einsatz. Fünffach gekuppelte Tenderloks mit Vor- und Nachlaufachsen. Nach dem Zweiten Weltkrieg von der Deutschen Reichsbahn beauftragt und in den 50er Jahren in Babelsberg gebaut, waren sie leistungsstärker als ihre Vorgänger. Heute gehören 15 davon der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft. Jagd auf den besten Schnappschuss. Trainspotter gab es in DDR-Zeiten natürlich auch. Erlaubt war das aber nicht. Wie man hier sehen kann, konnte das für die Eisenbahnfans richtig unangenehm werden. Naja, die haben halt die Eisenbahn fotografiert, diese Betriebsabläufe. Das war zu DDR-Zeiten nicht erwünscht. Und da hat halt der Staatssicherheitsdienst die Polizei angerufen und es gab halt klärende Gespräche. Und wie fiel die Strafe aus? Weiß man nicht. Es wurde einiges gemunkelt. Vergangenheit. Auch das Thuma-Schmalspurbahnnetz südlich der damaligen Bezirkshauptstadt Karl-Marx-Stadt mit der Haltestelle Jahnsbach gibt es heute nicht mehr. Das Erzgebirge ganz klein und doch große Bimmelbahn-Nostalgie.